Ja, hallo, willkommen nochmal hier bei uns im Fitness- und Kickbox-Channel. Baka, Oliver, und Hallo. wir starten jetzt mal die erste Übung mit Beinarbeit, ne? Beinarbeit, Hast du ja. gesagt, soweit? Machen wir Beinarbeit, Okay. genau. Er ist der Profi. Man Ich muss. mache einfach nur das, was er sagt. Genau. Du hast. Man muss sich das so vorstellen, dass Beinarbeit im Prinzip genau wie Tanzen ist. Mein Trainer vom Paffensport, Walter Knieps, der mich auch öfters trainiert, meinte immer, Beinarbeit ist A und O für einen Boxer. Das fangen wir auch ganz leicht an im Prinzip. Wichtig ist, dass die Becken und Schulter parallel gegenüber ist. Und in dem Sinne ist er der Angreifer und versucht mich ganz leicht anzugreifen. Ich habe versucht, die Distanz beizubehalten, wenn er nach vorne kommt, dass ich im Prinzip die Distanz ganz leicht nach vorne komme. Wichtig ist, mit den Beinen sich auch ganz leicht zu bewegen, mal nach links, nach rechts. Mal wenn ich nach vorne komme, muss er leicht nach hinten gehen. Wichtig ist, sehr wichtig, auf Distanz zu achten. Die Arme ganz etwas mehr rausstrecken und jetzt versucht er mich im Prinzip anzugreifen. Also Ich ich versuche zu bleibe auch so tänzeln. stehen jetzt Genau, du bleibst so und stehen. bewege mich jetzt quasi so. Genau, Also ich versuch boxe jetzt mich. nicht so links, rechts, sondern Genau. einfach nur so. Versuch Okay. einfach mich ganz leicht. Genau, ja, aber das ist im Prinzip die Beinarbeit. Mehr ist nicht da dran. Wichtig ist, dass Okay. Augenkontakt ist A und O. Gut. Ja, aber. Die Arme hoch. Genau, Okay. schön. Das ist die Beinarbeit im Prinzip. Aber auch immer jetzt so, dass das linke Bein bei den Rechtsseiten immer vorne bleibt, ne? Ist unterschiedlich. Wenn man Profi ist, ist auch die meisten auch mit rechtem Bein davon oder mit linkem Bein. Man orientiert sich mit der Zeit dann danach, je nachdem, wie man es ist, Okay. wie es einem passt. Gut, versuchen wir es auch ein bisschen nochmal. Ja, aber man könnte auch rein theoretisch, wenn man jetzt hier ist, hier durchgehen, genau, ganz leicht bewegen. Genau, und dann mal nach vorne kommen, sodass er nach hinten ist. Das gleiche auch andersrum und leicht bewegen. Ach, wichtig ist von dem Arm, den linken Arm, wenn man rausstriche immer, vor denen hat man sehr viel Respekt. Immer schön aufpassen von den Armen. Mal leicht weg davon. Jawohl. Und generell sagt man ja schon, dass man eigentlich immer von der Schlaghand wegläuft, Wegläuft, ne? ja. Das heißt einmal eigentlich immer in Rückenrichtung. Oder was Richtig. sagst du Genau, zum Boxen? man sollte von Schlaghand immer weglaufen. Deshalb ist wichtig immer, dass die Becken leicht mal parallel sind. So im Prinzip kann man, hat man den leicht unter Druck gesetzt, den Arm. Das heißt, immer schön wegbleiben von dem Arm. Jawohl. Okay, gut. Gut. So, Ja. ich habe auch eine kleine Überraschung. Und zwar eine ganz andere Übung wie geplant. Ja, machen wir. Und die musst du diesmal machen. Ja, gerne. Die könnt ihr zu Hause mit eurer Partnerin oder mit dem Partner machen. Die sieht folgendermaßen aus. Hat auch was mit Beinarbeit zu tun, ist mir gerade eingefallen, die Übung. Und zwar du stellst dich den Rücken, ich strecke dir jetzt die Arme und du gehst eigentlich so in die Kampfhaltung und bleibst jetzt eigentlich die ganze Zeit in meinem Rücken drin, ne? Ja. Ich drehe mich. Jetzt musst du quasi laufen und dann drehe ich andersrum. Ja, und jetzt muss der Backer, der muss jetzt noch ein bisschen leiden. Ja, ich darf mich jetzt hier drehen und er arbeitet. Man dreht sich aber eher langsam. Der da hinten, der hat genug zu tun. Ne? So, das könnt ihr ruhig mal 2 Minuten zu Hause machen. Ja, einer bleibt quasi immer im Rücken die ganze Darf er Zeit. noch runtergehen? Eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich schon. Aber ihr bleibt im Rücken zu Hause, ja, und arbeitet und dreht euch plötzlich. Er ist schon wieder in den Mind-Bewegungen drin. Ja, gut. Das haben wir jetzt mal ein bisschen ersetzt. Eigentlich wollten wir Seitspringen zeigen, aber das habe ich schon tausendmal gezeigt. Die Übung ist eigentlich viel besser für die Beinarbeit. Da könnt ihr zu Hause ein bisschen Reaktionstraining direkt mit reinnehmen. Gut, das war's soweit. Wir haben viele neue Boxtechniken auf jeden Fall in weiteren Videos für euch. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei weiteren Videos. Tschüss. Tschüss, Wiedersehen.